Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 im Roleplay Fortnite Farmers. So, ich muss jetzt mal kurz nochmal gucken, wo muss jetzt überall Diesel rein. So, das ist erstmal die Bierproduktion, da brauchen wir Paletten, Flaschen, Trinkwasser. So, das werden wir jetzt erstmal bestellen. So, Trinkwasser, das lassen wir uns liefern. Gerste und Hopfen werden wir dann Dingens, die lassen wir uns auch liefern. So, das ist Bier. Dann haben wir hier die Produktion. Da brauchen wir Sand, das werden wir auf jeden Fall produzieren lassen. Den Sand, den werden wir dann dahin bringen. Hier brauchen wir gar nichts. Da brauchen wir den Flüssigdünger. Harnstoff ist schon drin. Flüssigdünger, da brauchen wir auch nochmal Diesel. Hier müssen wir noch Diesel reinmachen in die Essigsäure. Da ist auch noch Diesel drin. Okay. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen Dieselrundfahrten machen müssen. So, hier ist was drin. Da drüben müssen wir noch Diesel reinschmeißen. So. Dann können wir die Anlagen für Essigsäure und für Harnstoff auch anschmeißen. Sehr gut. Zwei Anlagen wieder mehr, die in Betrieb sind. Und dann rufen wir jetzt den hier an. Ja, bitte. Moin, Herr Reimann. Moin. Günther hier. Moin, Günther. Grüße. Wie geht's? Gut. Und dir? Ich kann nicht klagen. Also, zumindest noch nicht. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen zurzeit. Okay. Weil ich mich, glaube ich, mit etwas, wie soll ich sagen? Ich habe etwas gekauft. Aha. Was eventuell nicht gut war zu kaufen. Okay. Es kommt jetzt drauf an, weil ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt schon mit dem Stefan telefoniert, ich habe mit dem Georg telefoniert, ich habe mit dem Olaf telefoniert, jetzt müssen wir beide telefonieren und dann muss ich auch noch den Vogel anrufen. Mhm. Ich bin nämlich gerade in der Ausplanung der Produktionen fürs kommende Jahr und ihr seid ja wahrscheinlich schon in der Planung mit eurer Feldgeschichte, ne? Was ihr so anpflanzt und so weiter. Was ist denn bei euch so auf der Agenda, was ihr anpflanzen werdet? Also ich werde Raps und Mais ansehen. Okay, brauchst du den Raps für dich selber oder ist das so... Nee, den würde ich komplett für dich ansehen. Okay, weil Hintergrund der Frage ist, der Stefan macht irgendwie 3 oder 4 Felder, wollte er Raps machen. Mhm. Und dementsprechend wäre das vielleicht sogar schon eigentlich eine Menge, die gut und ausreichend ist. Gehe ich mal von aus. Ja. Ich brauche nämlich dringend Hopfen. Ja, dann setze ich Hopfen an. Wenn du Hopfen anpflanzen würdest, das wäre super. Ja. Weil der Olaf, also der Kartoffel, der meinte, er macht auch Hopfen. Der hat aber nicht so eine riesen Fläche, das ist so ein kleines Feld, wo er meinte, so, das könnte er noch erübrigen dafür. Ja. Ja, und der Stefan, der würde halt dementsprechend auch ein kleines Feld noch mit reinnehmen. Ja. Und wenn du auch noch ein Feld über hast, dann hatten wir da vielleicht erstmal genug Hopfen, zumindest für dieses eine Jahr dann erstmal. Ja. Das wäre klasse, wenn das funktionieren würde. Kann ich machen, ja. Super, dann habe ich dich da auch mit auf der Liste, dass du Hopfen zuliefern würdest. Das wäre klasse. Ja. Ich hole das natürlich auch wieder ab, so wie beim letzten Mal auch. Ich fahre da auch gerne mit auf dem Feld dann und so weiter, dass ihr das nicht alles komplett alleine machen müsst. Ja. Alles kein Problem. Ich habe auch schon mit dem Lohner telefoniert. Der würde sich erkundigen wegen den Erntemaschinen dafür, weil das wird jetzt ein Ding werden, was dann halt jährlich benötigt würde. Ja. Ich habe halt überhaupt gar keine Erfahrung, keine Erfahrungswerte generell, was Hopfen so bringt bei der Ernte. Ne? Also, wie viel kriegt man da runter von so einem Feld? Keine Ahnung, der Lohner weiß es auch nicht und ich denke, ihr wisst es auch nicht. Nee. Dann müssen wir halt einfach dieses Jahr einmal anpflanzen und nächstes Jahr dann mal gucken, wie viel es geworden ist. Richtig. Ja, dass wir da die Planung dann dementsprechend weitermachen können. Ja. Das kriegen wir hin. Top. Dann habe ich das schon mal mit auf der Agenda und dann werde ich jetzt den Vogel anrufen und bei dem nachfragen, wie seine Planungen sind. Mhm. Und
Wenn du wieder Gülle oder Mist oder sowas hast, dann ruf einfach durch, ne? Also wenn es so ein Anhänger voll wird irgendwann, dann ruf mal an, weil dann würde ich das wieder abholen. Die Lage kriegst du auf jeden Fall einen Anhänger voll bei mir. Ja, gut, also die Produktion, die habe ich jetzt heute erst in Gang gekriegt. Also das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bevor da halt überhaupt noch irgendwas passiert. Ja. Also müssen wir mal schauen. Gut, dann weiß ich da Bescheid. Alles klar. Alles gut. Klar. Gut, mein Besser, wir hören uns. Jo, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. So, wofür brauchten wir jetzt den Flüssigdünger? Irgendwo muss ich Flüssigdünger reinschmeißen. So, das ist Diesel. Hier brauchen wir Hackschnitzel, Diesel, Mist. Okay, da brauchen wir Silage, die läuft jetzt. Diesel, hier brauchen wir Gülle, die läuft jetzt. Der Harnstoff, da brauchen wir das. Herbizid brauchen wir das. Wozu haben wir denn den Flüssigdünger gebraucht? Ach hier, für die Saatgutproduktion, genau. So, dann schmeißen wir die Hälfte da rein und lassen den Rest an Flüssigdünger erstmal auf Lager. Vielleicht braucht das noch einen. So, dann rufen wir den Kollegen noch an. Vogel! Vogel! Schrei mal den Euro, Vogel! Ist nee, noch nicht. Du? Nee, ich bin am Steine sammeln, ne? Was bist du? Steine sammeln. Oh, das ist gut. Belieferst du mich wieder mit Steinen? Ich hab ein bisschen was auf dem Hof und jetzt habe ich ungefähr, was zeigt sie an, um die 1000 Liter drin. 3000 habe ich schon, auf jeden Fall. Ja, wenn du da so Anhänger mit 7000 oder so mal voll kriegst, dann sag Bescheid. Dann komme ich vorbei und hol's ab. Da ist dir, kannst du haben. Boah. Aber ich rufe nicht deswegen an. Kannst dir denken, warum ich anrufe? Nee. Das ist gut. Ausplanung deines Feldes oder Felder für das kommende Jahr. Weißt du da schon was? Oder seid ihr da schon bei? Oder habt ihr schon irgendwas gemacht? Oder? Also wir haben noch Mais, aber ich weiß nicht, ob du da was brauchst davon. Nee, also mein Grundprinzip, was ich von euch generell immer abnehme, ist Mistgülle. Mhm. Steine sowieso. Und darüber hinaus halt vom Getreide her Weizen, Gerste, jetzt hänge ich ein bisschen. Weizen, Gerste. Raps, ne? Raps und was jetzt neu dazugekommen ist, ist Hopfen. Hopfen? Hopfen, ja. Das wäre noch etwas, was ich auch noch abnehmen würde. Ich weiß jetzt, der Stefan, der hat jetzt auf jeden Fall einige Felder an Raps geplant. Darüber hinaus auch, glaube ich, Weizen. Ja. Der Kartoffel hat auch irgendwas, Hafer für seine Pferde. Also Hafer kann ich ja eh nicht gebrauchen. Der pflanzt aber für mich ein Feld Hopfen schon mal an. Der Georg, der macht sowieso wegen seinen Hühnern ja alleine schon Weizen und Gerste und würde dann dementsprechend eventuell auch Hopfen anpflanzen. Die Frage ist halt, ob du halt auch irgendwas anpflanzen möchtest, was ich abnehmen kann. Also sicher brauchen wir auch natürlich Weizen und Gerste. Ja. Da können wir uns einigen, was mir mehr brauchst. Macht ja jetzt keinen Sinn, oder ist dir das egal? Ob nicht das. Nö, mehr also ich sag's mal so, dadurch, dass ja sowieso irgendwie Georg auch auf jeden Fall Weizengerste macht, ich würde halt von jedem von euch ein bisschen was abnehmen. Das wird jetzt dann, kommt halt drauf an, wie viel jeder von euch halt hat, ne? Dass man da halt auch irgendwo auf den Nenner kommt, dass man dass ihr genug für euch habt und ich halt dementsprechend trotzdem auch genug für die Produktion, also. Ja, ich brauche aber schon, glaube ich, geregelt. Ja, das sowieso. Wir brauchen halt nur was für die Hühner eigentlich. Schön. Raps brauchen wir nur für die Schweinchen. Ja. Ansonsten, also Zuckerrübe haben wir noch, aber brauchst du nicht, ne? Nee, das brauche ich nicht, nee. Aber dann passt das doch schon. Also dann hast du ja auf jeden Fall Raps und auch was von Weizen oder Gerste. Wahrscheinlich Weizen oder auch Gerste, ist ja egal. Dann passt das ja schon für mich. Ja, außer du sagst, ich brauche ganz dringend Hopfen, dann machen wir halt mal ein ganzes Feld Hopfen. Aber das müsstest du auch selber dann abnehmen, weil ich kann mit Hopfen nichts anfangen, ne? Oder nee, ich würde es ja so oder so komplett nehmen. Also ich nehme ja jetzt, wie gesagt, der Olaf plant ein kleines Feld ein, der Georg plant ein kleines Feld ein, der Stefan wollte ein kleines Feld einplanen, der
Herr Reimann nimmt jetzt auch schon ein kleines Feld oder ein Feld. Ich weiß halt einfach überhaupt nicht, wie ergiebig das Ganze nachher am Ende des Tages ist. Das weiß der Lohner auch nicht. Er hat auch noch nie Hopfen gemacht. Der meint, er müsste sich dann auch mit dem Landhandel erst unterhalten, bevor da halt irgendwas in die Richtung passiert. Das ist halt... Irgendwie keiner von den Leuten hier hat schon mal irgendwas mit Hopfen zu tun gehabt. Auch nicht, ne? Und dementsprechend weiß ich halt einfach nicht, wie viel da runterkommt. Also ich habe lieber mehr als zu wenig. Und wenn du sagst, okay, komm, ich habe hier genug Feldfläche, dann mache ich dir halt auch noch ein bisschen Hopfen, dann von mir aus sehr gerne, aber das überlasse ich dir. Ich habe jetzt schon mal 4 Leute, die ein bisschen Hopfen anpflanzen würden. Und Hopfen nehme ich auf jeden Fall zu 100% alles ab. Kein Problem. Okay, dann machen wir das so, dann machen wir, kann ich dir gleich sagen, Feld 72 komplett mit Hopfen. Okay, wenn das für dich in Ordnung ist und du sagst, okay, das würdest du... Feld 132 würde man dann anpflanzen mit Weizen, dann haben wir auch wieder Stroh. Ja. Feld 73 ist noch in der Reifezeit, das wird dann sowieso abgeerntet mit Zuckerrüben, dann kommt man da noch ein bisschen Raps drauf machen. Hm? Ja, von mir aus gerne. Von mir aus sehr gerne. Nee, gut, dann weiß ich da Bescheid. Dann machen wir das so. Dann danke ich dir für die Zeit, dann will ich auch gar nicht weiter stören. Du störst nicht. Und dann hören wir uns die Tage wieder. Alles klar. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Klasse, wir haben alle durch, glaube ich. Ich hoffe, ich habe niemanden verpasst. Dann haben wir jetzt alle Planungen durch. So, jetzt muss ich noch mal kurz hier ins System schauen. Wo ist noch Dieselbedarf? Wie sieht das aus im Kalkstation? Da haben wir noch 10.000 Liter Diesel drin. Da können wir noch mal einen Diesel vorbeifahren. Ansonsten haben wir da 5.000. Da ist ein bisschen wenig. Wir könnten noch ein bisschen was beim Flüssigdünger abladen auf jeden Fall. Flüssigdünger und Mineraldünger. Da laden wir jetzt die Lieferung einfach ab und dann passt das. Ja, ist doch super. Also Hopfen auch überhaupt noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Gar keinen Plan, was da so ertragsmäßig runterkommt. Was für Maschinen nachher der Landhandel braucht. Beziehungsweise organisieren muss für den Lohner. Ich finde aber sehr gut, dass keiner von denen abgeneigt ist. Ich habe lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Am Ende des Tages ist natürlich jeder Bauer sich selbst überlassen, der entscheiden muss. So, ey, yo, ich mach das, ich kann das, ich habe Platz für eine Frucht für dich, die du abnehmen möchtest. Kein Problem. Umso besser. Umso einfacher ist es für mich, weil sonst müssten wir uns halt echt überlegen, wie wir an den Stoff rankommen. Wir müssen definitiv mit den Leuten noch quatschen wegen Kartons. Siehst du, da müssen wir den Herrn Reimann nochmal anrufen. Ich muss nochmal den Herrn Reimann anrufen. Nochmal Hallo sagen. Ja, bitte? Herr Reimann, ich bin's nochmal. Jo, guten Tag. Ich hab vom Bürgermeister erfahren, dass ihr irgendwie Kartons macht. Ja. Das ist ja cool. Läuft das schon oder seid ihr da noch in der Planung? Nee, das läuft schon. Das läuft schon, hervorragend. Ja. Was nimmt ihr da für so eine Kartons? Also, was kostet das Zeug? Guck mal kurz in der Liste. Kartons. Listenpreis sind 271. Für eine Palette oder was? Für eine Palette, ja. 271? 271. Steht hier in der Liste. Ja, das ist doch. Und was nimmst du? 271 oder mehr oder weniger? Oder was willst du jetzt dafür nehmen? Wir nehmen 300. 300? Ja. Okay. Liefert ihr das auch oder hole ich das dann ab? Oder wie ist der Plan? Kann ich vorbeibringen, ja. Das könnt ihr vorbeibringen, das klingt doch schon mal nach einem Plan. Ja. Wie viel brauchst du denn? Wenn du 300 machst pro Palette. Ja. Ja, dann bringen wir doch erstmal 10 Paletten. Mhm. Da sind wir bei 3000, ne? Ja. Ja, dann bringen wir erstmal 10 Paletten. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, wohin, ne? Zu mir zum Hof oder ist es sinnig, das gleich da, gleich da hinten runter zur Anlage zu fahren? Ja. Ja, pass auf, kennst du die
Gläserei, die kennst du nicht, ne? Nee. Die ist quasi hier oben in der Ecke bei uns. Also wenn du zu mir zum Hof fährst, dann fährst du quasi einmal fast drauf zu. Die ist direkt da bei der Parzelle 75. Also wenn ich quasi Richtung Landhandel erstmal fahre und bei dir vorbeifahre. Ja, wenn du da bei dir durch dieses Dorf fährst, ne? Also wenn du rauskommst vom Hof und dann die erste wieder links ist, glaube ich, durch das Dorf fährst, dann fährst du fast drauf zu. Also wenn du am Ende der Straße ankommst, so schräg links, da ist die Gläserei. Ja. Ich setze mal eine Markierung hin. Ja. Findet man sie schneller. Ja. Dort dann einfach 5 Paletten abladen. Ja. Und die anderen 5, die würden dann runtergehen zur Parzelle 97 da hinten beim Lohner. Da an der Ecke wäre die Brauerei. 97, sagst du? Ja, da hinten bei der 113, die 97. Ja, da, ja. Da wäre die Brauerei, da dann auch nochmal 5 Paletten. Okay. Das wäre super. Kriegen wir hin. Top. Dann danke ich dir. Jo, bitte. Und du schickst eine Rechnung, ne? Mach ich nachher fertig, wenn ich es ausgeliefert habe. Alles klar, ich danke dir. Bitteschön. Ciao. Ciao. So. Moin! Wunderschön! Ah, Georg, Grüße! Ich hab nochmal 2 Fragen an dich. Ja, stell. Brauchst du noch Weizen dieses Jahr? Moment, kann ich dir sofort sagen, ich fahr gerade. Ich guck gleich mal nach. Ja. Das wäre aber Frage 1, was brauchst du noch? Ich brauche nichts. Aber. Was ist denn die zweite Frage? Ja, Entschuldigung. Aber zu 99% kannst du von mir dieses Jahr noch Hopfen kriegen. Dieses Jahr sogar noch? Ja. Ja, sehr gut. Weil Aussaatzeitpunkt ist nämlich im, jetzt lass mich lügen, März, April. Ja. Irgendwie so in dem Dreh und das hatten wir ja schon, ne? Ja. Ja, April, Mai sogar, ja. Und Erntezeitpunkt ist Oktober, November. Also ja, richtig. Ist ja bald. Und du hast Hopfen, oder was? Ich war jetzt so frei und hab mir mal ein kleines Fältchen gekauft. Oder bin dabei. Formalitäten werden gerade noch gemacht. Ja, sehr gut. Das freut mich natürlich zu hören. Sehr, sehr gut. Nee, cool. Weizen wolltest du loswerden, ne? Wenn du noch was haben möchtest, ja. Moment, lass mich doch einfach mal gucken. Ja, ich würde noch welches nehmen. Das ist doch nicht schlecht. Ich würde noch welches nehmen. Mir nur einen Kurs sagen, was du dafür geben willst? Ich weiß nicht, du hattest ja schon mal was weggeholt, ne? Ich weiß aber den Preis nicht mehr, den wir da gemacht haben. Was du haben wolltest dafür? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sagst du irgendwas? Mein Listenpreis sind ja irgendwas um die 700, glaube ich, kannst du dafür irgendwie verlangen, ne? Ja, machen wir glatte 700 und dann ist gut. Wie viel hast du, was du loswerden möchtest? Ich habe jetzt noch ein bisschen, was brauche ich selber? 60 oder 60 Kubik. 60.000? Ja, hätte ich noch. Hättest du noch? Okay, das wären dann, wenn ich dir alles abnehmen würde. Ja. Mal 700, ne? 42.000. 42.000. Ja, pass auf, dann würde ich die Hälfte würde ich dir abnehmen. Ja, alles also gut. Also 30.000 würde ich abnehmen. So. Soll ich das selber abholen oder willst du das vorbeibringen zu mir? Wenn ich dir das vorbeibringe, ich weiß gar nicht, was gehen denn hier rauf? 24, 26 und ein paar zerquetschte Kubik kriege ich auf den Anhänger rauf.
Ja, pass auf, dann nimm ich die 24 und dann machst du dafür einen Preis. Schreibst du eine Rechnung und dann bringst du das einmal runter hier zu mir zum Hof und dann kriegen wir das hin. Ja, gut. Machen wir das so. Ich habe aber auch eine Frage, da du am Apparat bist. Ja, Frage. Paletten. Habt ihr schon welche von der Astrein? Könnt ihr jetzt auf Anhieb, glaube ich, so 90 Stück anbieten. 90? Ja, ich würde erstmal, ja, was nehmt ihr denn für so eine Palette? 550. 550. Ja, dann würde ich 20 nehmen. Erstmal. Ja, ist okay. Ich würde 20 nehmen erstmal und zwar, ja, könnt ihr liefern oder muss ich die abholen? Was hast denn du für ein Gefährt? Ja, das ist halt das Ding. Ich müsste jetzt erstmal beim Landhandel, ich brauche so oder so einen Palettenwagen. Mhm. Ich müsste mir sowas bei denen erstmal organisieren und dann hätte ich kein Problem, die Paletten halt auch abzuholen bei euch. Aber ich muss halt erstmal zum Landhandel dann. So einen Anhänger hätten wir wohl. Ja. Das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, du hast doch auch einen LKW, ne? Hast du da keine Pritsche für? Nee, also der LKW war ja sowieso nur Vorführer, den habe ich jetzt auch schon wieder zurückgeben müssen. Ach, nett. Deswegen, ich würde jetzt halt zum Landhandel jetzt erstmal runter machen und mit denen dann klären wegen so einem Palettenwagen. Ja. Was sie mir da anbieten können, was günstiges, womit ich dann die Paletten erstmal hin und her transportieren kann. Und dann könnte ich sie auch abholen, das ist kein Problem. Ja gut, das weiß jetzt auch gar nicht, ob wir die alle raufkriegen auf einen zur Not. Komme ich eine Tour mit oder so, das ist ja gar kein Problem. Ja, ich müsste das eh aufteilen. Also ich würde 10 hier zur Gläserei brauchen und 10 halt hoch zur Brauerei. Mhm. Und das Ganze ja eh aufteilen. Deswegen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, super. Nee, dann fahre ich jetzt erstmal zum Landhandel, quatsch das mit denen ab und dann kriegen wir das hin. Alles klar. Super, ich danke dir. Ja, nicht dafür. Ciao. Jo, tschüss. So. Dann stellen wir den jetzt hier erstmal wieder hin. Zack. Ja, meine lieben Freunde, das wäre es aber auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir haben eine Menge zu klären. Und ja, schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Die Ausgaben erhöhen sich jetzt wieder. Wir haben wieder Transportsachen. Wir brauchen Pappe, wir brauchen Paletten, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. Es bleibt spannend, ob Günther sich in irgendwas verrennt oder kriegt er alles gewuppt. Schalte gerne wieder zur nächsten Folge ein. Däumchen raus, Abo raus. Tschüss mit Öl, bis zum nächsten Mal.